Rückblick mit Weitblick. Der Podcast mit dem Münchner Urgestein Manni Bender. Ja, du hast ja doch einiges gewonnen. Ist dir das schon mal passiert, dass da irgendwie ein Pokal kaputt gegangen ist oder so? Ja, auch, ehrlich. Eieiei, ich weiß auch, was du rausmachst. Kitzbühelgams, oder? Ja. Aber das war echt Wahnsinn. Da habe ich, da in Kitzbühel bin ich gar nicht so schlecht gefahren. Und dann sind wir danach, mir war es halt immer wichtig, dass ich danach dann die ganzen Betreuer und die Trainer und so weiter, dass man sie trifft und dass ich ihnen halt Danke sage für die Arbeit, was sie reingesteckt haben in mir. Und dass wir dann kurz anstoßen und das passt. Und dann bin ich da von der Pressekonferenz gekommen, nur mit der Gamster in der Hand. Und dann in Rasmushof. Und dann sind da die ganzen Betreuer schon gewesen und dann komme ich da rein und war der Basti übrigens auch dabei. Und dann steu ich die Gams und mag die so auf den Tisch steuern und habe sie halt vielleicht ein bisschen fester draufgestellt. Und dann ist die Gams in 8 Teile zerbrochen. Und ich so, ach du Schande, jetzt ist die Gams kaputt. Eieiei. Mein Glück war, dass der Bürgermeister von Kitzbühel, der ist am Nebentisch gesessen. Und wir haben dann da halt gefeiert und dann irgendwann mit dem Bürgermeister von Kitzbühel Arm in Arm da gesessen und dann haben wir mit dem ausgemacht, dass er mir nochmal so eine Gams machen lässt. Und jetzt habe ich eine ganze Gams daheim und eine kaputte daheim. Bist du schon mal zufällig, wenn du in Kitzbühel gefahren bist, mit deiner eigenen Gondel hochgefahren? Zufällig nicht, aber ich fahre immer gerne mit der von Papa hoch, muss ich sagen. Das ist für mich bedeutender wie mit der eigenen. Und weil das ist einfach schön. Und da muss ich ehrlich sagen, da warte ich auch auf die Gondel von Papa. Und dann hocke ich mich da rein und denke an Papa. Und das ist eigentlich was Tolles. Was sind denn immer als Mensch für Werte wichtig gewesen? Oder was war früher dein Antrieb? Hat sich der jetzt ein bisschen geändert, jetzt nach dem professionellen Skifahren? Und was magst du deiner, ich meine, du wirst jetzt Vater zum zweiten Mal. Nein, ich bin schon zum zweiten Mal, ja. Ja, dann, was willst du deine Kinder da mitgeben für Werte? Oder? Das sind immer nur Vorgänger, das ist, glaube ich. Ja, glaub ich, das ist klar. Nein, ich glaube, dass es einfach extrem wichtig ist, dass man die Kinder vorlebt, wie schön das Leben ist. Und dass sie einen Spaß am Leben haben. Und dass sie einen respektvollen Umgang mit anderen erleben und Bodenständigkeit. Das sind eigentlich so das, was uns ganz, ganz wichtig ist. Ja, ich habe einen Slogan, der sagt wahrscheinlich auch zu dir, wie die Faust aufs Auge passen, oder? Mein Slogan ist ein bisschen, Gewinnen beginnt mit Gelassenheit. Wird dir der gefallen? Der hat mir schon gefallen, ja. Aber ich muss schon sagen, dass um etwas zu kämpfen, sich immer lohnt. Also ich bin schon einer, ich kann schon auch relativ gelassen sein, aber wenn es drauf ankommt, hey, ich kann mir die Lichter ausschießen beim Trainieren. Also ich kann wirklich so weit gehen, dass man schwarz vor Augen wird. Und ich glaube, dass das auch nicht viele können, so an ihre Grenze dann letzten Endes zu gehen. Weil sonst dazu auch nicht diesen, das wird bei dir wahrscheinlich ähnlich sein, weil sonst dazu auch nicht dieses Level erreichen können. Also wenn, dann kann ich ganz massiv Gas geben, ganz massiv. Ich glaube, kaum andere. Genau, weil das ist ja bei mir ja genauso, deswegen habe ich das. Dieses Gewinnen beginnt mit Gelassenheit, ist ja daher, weil ich ja auf meine Stärken, was ich habe, die, was man antrainiert habe oder wie man sich fit gemacht hat in der Vorbereitung, ja, dass man halt einfach da auf sich vertraut, dass man, wenn es eng wird oder wenn es jetzt darauf ankommt, dass man halt einfach dann da ist. Genau so ist es. Und dass man jetzt nicht so verkrampft wird, wie geht es bestimmt auch den einen oder anderen Sportler, der auf einmal ganz ein anderer Mensch wird, ja, nur weil jetzt ein wichtiges Rennen ansteht, sondern dass du halt einfach deiner Linie treu bleibst, oder? Und nicht jetzt verkrampfst, ja, und auf einmal ganz anderer Mensch wirst. Oder? Und ich denke mir halt auch, hey, es gibt wirklich wichtigere Dinge im Leben wie den Sport. Und das, ich glaube, sowas muss man sich immer vor Augen führen. Und egal, wie schwierig die Situation für einen ist oder wie schlimm was ist, dass du eine Verletzung hast, hey, es gibt Leute, denen geht's deutlich schlechter auf dieser Welt. Gehst du wieder kickern? Ja. So ist es. Und ich glaube, das muss man sich immer vor Augen führen, auch in der jetzigen Situation. Also wenn zu mir jemand, und wie ist für die so, dann sage ich, ja, ey, ganz ehrlich,
uns geht's gut. Wir haben was zum Essen, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben gesunde Kinder. Also was soll ich mir jetzt einen Tisch stellen und zum Jammern anfangen? Nein, aus welchem Grund auch? Es geht uns gut. Es gibt Leute, die kennen jammern, ja. Aber du, ich habe mir das Kreuzbandel gerissen. Dann haben sie gesagt, oh mei, du Armer. Dann habe ich gesagt, ey, es ist nur ein Kreuzbandel. Das wird wieder. Ganz ehrlich, ich habe einen 16-jährigen Burm, der Nikolai, und der ein Skifahrer. Und der, also das ist nicht mein Bub, sondern ich kenne ihn sehr gut. Und der hat sich mit 16 Jahren, muss man sich das vorstellen, beim Skifahren, hat sie ihn geschmissen und ist querschnittslähmend gewesen. Und dann ist er da in Murnau gelegen und dann habe ich das mitgekriegt über die Medien. Ich kenne ihn, der war Kaderfahrer, gell? Kader, genau, ja. Ja, den habe ich auch kennengelernt. Mit dem war ich auch schon mal in Obertown unterwegs. Ja. Mit dem Wimmer Franz und mit ein paar. Ja, der Nico und ein... Der kann feiern auch, du, Hut ab. Ja, ja, ich weiß. Und der Bursche ist in Murnau gelegen und dann habe ich das mitgekriegt und dann habe ich Kontakt zu seinen Eltern aufgesucht. Ich habe gesagt, hey, darf's den freuen, meinst, dass ich den besuchen komme? Und dann haben die gesagt, ma, super, Wahnsinn. Und das war eine Woche nach seinem Unfall. Und dann bin ich da hingekommen und ich habe Rotz und Wasser geheult in diesem Krankenhaus drinnen. Wirklich, in seinem Zimmer drin. Ey, ich war so fertig, wo ich den Burm da gesehen habe. Und der hat keine einzige Träne vergossen. Nicht eine. Sondern der hat mich aufbauen müssen. Und dann habe ich mir gedacht, hey, wie wahnsinnig ist eigentlich das? Jetzt muss der mich aufbauen, obwohl er da liegt und kann seine Füße nicht mehr bewegen. Und der war so ein positiver Mensch. Und das werde ich nie in meinem Leben vergessen, wie der Bub zu mir war. Und wir haben einen sehr guten Kontakt, toller Mensch. Und sowas inspiriert mich unheimlich. Und dann sind wir ein Jahr nach seinem Unfall, ist eines von seinen besten Freunden in Kanada beim Skifahren ums Leben gekommen. Ein Skifahrer, 17-jähriger Bub. Und dann ruft mir der Nico und sagt zu mir, und das war gerade der Moment, wo ich mir das Kreuzbandel gerissen habe. 4 Tage nach der Operation. Und dann ruft mir der Nico und sagt, pass auf, du, das ist passiert und so weiter, da ist Beerdigung. Ob ich mit dem hingekannt, er braucht jemanden da dabei, weil das ist ziemlich heftig geworden. Und dann sind wir dann auf, nach Oberammergau, auf diese Beerdigung. Und dann sitze ich da mit meinem gerissenen Kreuzbandel und der Nico neben mir im Rollstuhl. Und dann schaut er zu mir auf und sagt zu Felix, jetzt stell dir vor, vor einem Jahr habe ich noch laufen können und da war er noch mein bester Spitzel am Leben. Und was jetzt in dem Jahr passiert ist, das ist schon Wahnsinn. Und was ist da ein Kreuzbandel? Also. Ich habe den ja auch kennengelernt, also das ist schon unfassbar, wie der damit umgeht. Unfassbar. Was der für ein Lebensgefühl noch hat, also das ist, wie der das wegsteckt. Also das ist schon, so ein geiler Typ. Also muss ich wirklich sagen, sensationell. Ich habe ihm dann... ich habe nie viel aufgekommen so von meiner Karriere, aber eins habe ich immer aufgekommen, das war das rote Trikot vom Weltcup-Finale in Meribel. Da habe ich geführt, wo dann der Hirscher das beim letzten Rennen sich dann doch noch geschnappt hat. Und da habe ich gesagt, das behalte ich, weil das soll für mich Motivation sein. Ich will wieder diese rote Startnummer haben. Und dann wollte ich da beim Nico ein paar Mal, dann war im Krankenhaus, dann habe ich mir gedacht, hey, ich glaube, der Bub, der braucht, für den ist sowas vielleicht, das gefreut ihn. Dann habe ich einmal Gesetzl draufgeschrieben, eben meine Geschichte, dass das für mich immer die Motivation war, wieder dahin zu kommen. Und das mag ich ihm jetzt aber bitte gerne schenken, dass er die Motivation hat, auch Dinge erreichen zu können. Und dann hat er zum Warner angefangen. Und ich auch, und seine Eltern auch in dem Krankenhaus drin. Und dann. Und ich war völlig fertig auch von diesem Moment, weil mir das emotional so berührt hat. Und der Nico hat aber nicht, der hat geweint vor Freude. Und das war das erste Mal seit dem Unfall, dass der eine Träne vergossen hat. Und da hat der geweint vor Freude. Und das ist da, also da kriege ich immer noch Gänsehaut. Also Wahnsinn. Ja. Deswegen, es relativiert sich immer relativ viel, wenn man ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut. Ich hatte mal eine schlechte Phase, sage ich mal. Und dann gehe ich ins Basketball und dann war ich an der ZHS, Zentrale Hochschulsportanlage, und da habe ich mit mir selber gehadert, und dann spielen dann Jungs im Rollstuhl Basketball. Und das mit einer Dynamik und Energie, wo ich mir denke, was bist du selber eigentlich für Arschloch, dass du mit deine Kinkelitzchen runterdurst. Und das war dann auch wieder so ein kleiner Gesundschock. Ja. Ist das der Grund, warum du bei Wings for Life mitmachst? Unter anderem auch, ja. Erstens, weil ich die Bewegung wirklich cool finde. Also die Leute,
gern was, sie gehen laufen, was in der heutigen Zeit auch nicht mehr allzu selbstverständlich ist. Mhm. Sie machen einen Sport weltweit. Und dann tut man noch was für die gute Sache, weil die ganzen Einnahmen gehen in die Rückenmarkforschung. Und da bin ich jetzt voll motiviert, muss ich sagen. Echt. Da gibt's, kann man sich beim Team Felix anmelden. Liebe Leute, welche Kamera? Team Felix, gell? Nicht Team Hirscher. Team Hirscher läuft auch mit. Wann geht's da los? 9. Mai, 11 Uhr. Massenstart. Mit einer App. Lädt man sich die App runter, dann kann man da laufen und dann. Also, ich brauche. I need your help, gell? Das ist wichtig. Einmal muss ein Hirscher schlagen in meinem Leben. Einmal. Das Gärtfleisch umhalten musste. Ja, du schon auch. Brauchst du morgen. Jetzt kommt es nicht aus. Jetzt. Naja. Wie funktioniert das dann mit dem Geld generieren bei der Veranstaltung? Ja, du zahlst das Startgeld. Und so werden die, das sind, glaube ich, du kannst spenden, wie viel du magst, aber Startgeld sind, glaube ich, 20 oder 30 Euro. Ja. Und dann kannst du da mitmachen. Und genau. Und das ist echt eine richtig coole Geschichte. Und da gibt es ein virtuelles Catcher-Car. Und dann laufst du los. Weltweit wird am 9. Mai, deutscher Zeit, 11 Uhr, wird weggelaufen. Und dann gibt es ein virtuelles Catcher-Car und das holt dich dann irgendwann ein und dann piepst dein Handy. Also, anmelden beim unter Felix. Anmelden, ja. Laufen für die gute Sache und vor allem natürlich auch, dass der Felix mir einen Marcel schlägt. Und das soll ja was heißen, weil ich glaube, du läufst nicht so gerne in letzter Zeit und trotzdem hast du dich motiviert, dass du trainierst. Ja, wirklich. Ich habe jetzt zum Laufen angefangen und mir tut so meine Hüftbeuger weh. Diese Lauferei, das ist jetzt nicht unbedingt mein Ding. Ich bin eher so der Radlfahrer. Wenn zu mir jemand sagt, ach, Sie waren doch Skiläufer, dann sage ich, nein, ich war Skifahrer. Weil ich bin ein Fahrer und kein Läufer. Ja. Was ist dann, E-Biken oder Mountainbiken? Also. Sowohl als auch. Ich muss sagen, das E-Bike, wo ich mir das Kreisbandel gerissen habe, das war für mich super, für den Aufbau, das war perfekt. Aber mit dem Mountainbike, ich weiß halt, egal auf was für Hütten ich fahre, das und das ist meine Zeit. Und da mag ich immer noch erreichen, nach wie vor noch. Du Felix, unter was legst du Olympia ab in deinem Leben? Olympische Spiele, ja, mit denen habe ich nie irgendwie so sehr, sagen wir mal, die besten Freunde werden wir nicht mehr. Immer relativ bitter abgelaufen für mich, muss ich echt sagen, aber gehört auch zu meiner Geschichte und ist auch völlig okay, so wie es gelaufen ist. Eins muss ich sagen, es war extrem bitter vor Sochi, wo ich den Autounfall gehabt habe zu den Olympischen Spielen hin. Auf dem Weg zum Flughafen. Ja, auf dem Weg zum Flughafen, Blitzeis und da in die Leitplanken rein. Und das war wirklich, ich war in so einer Bombenform. Ich bin bei jedem Rennen auf dem Podium gewesen, Renner gewonnen und so weiter. Und dann fährst du hier und da hat es mir dann ein paar Rippen gebrochen und wirklich schweres Schleudertrauma gehabt. Und dann bin ich halt da trotzdem noch hingeflogen. Und, bist du gerade in den war Form? Ja, war chancenlos. Aber du bist 8 geworden, glaube ich, oder? 8 im Riesenslalom, ja. Aber chancenlos. Aber du hast dann, glaube ich, 1 oder 2 Wochen später hast du wieder was gewonnen. Genau. Dann habe ich 2 Wochen später den nächsten Slalom gewonnen. So schnell geht's, gell? Paradox, oder? Ja, voll. Das, solche Geschichten kann aber nur der Sport irgendwie schreiben. Oder Gänsehaut. Ja. Und dann war für mich nochmal das Ziel, in Pyeongchang am Start zu stehen, da eine Medaille zu gewinnen. Aber ich wollte die Medaille gewinnen, eigentlich ursprünglich aus einem Grund. Die Intention, die war die, in erster Linie, dass ich die Medaille gewinnen wollte und ich wollte die Medaille aber dann nicht annehmen. Ich wollte ein Zeichen setzen gegen dieses IOC, gegen diese Kommerzialisierung, gegen diesen Gigantismus. Und das war für mich da droben in meinem Schädel eingebrannt. Und das wollte ich unbedingt erreichen. Und dann ist Biferkrieg gekommen. Was sagt der Biferkrieg? Da hat es ja 2 Ereignisse gegeben, oder? In deinem Leben, falls ich richtig recherchiert habe. Biefer, glaube ich, das erste Rennen gewonnen, oder? Nein, oder das erste Mal am Podium gestanden. Oder Podium gestanden, ja. Genau. Und ich habe alles in diese eine Olympiasaison nochmal reingesteckt. Die Miri ist schwanger daheim. Wir haben Anfang, Mitte Oktober unser Kind gekriegt. Und dann, ich trainiert wirklich wie ein Vollirrer. War in einer Bombenform, erste Rennen gewonnen. Dann habe ich mir gedacht, so, dieses Jahr schnackelt es einfach. Das passt alles wunderbar, Training schnell gewesen und so weiter.
Und dann bin ich da nach Amerika rüber, Vorbereitung auf Beaver Creek, und dann mache ich einen falschen Schwung und dann explodiert der Knie. Und dann Kreuzbandriss? Kreuzbandriss. Und dann bin ich da dort gelegen und dann haben sie meine Betreuer sind sofort gekommen. Und dann habe ich gesagt, Jungs, das tut mir leid, aber das war's, gell. Das Knie, das ist hinüber. Und dann haben die zum Warnen angefangen. Und weil ich einer so Leiter habe, und dann habe ich aber auch gewarnt, weil die mir so Leiter haben. Weil die ganze Arbeit, was die in mich reingesteckt haben, muss man sich ja vorstellen, die lassen ihre Familien allein da haben und investieren alles in die und machen und deren. Und ich konnte sie nicht dafür belohnen. Und das tut mir im Nachhinein immer noch weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ist das eher Motivation ursprünglich oder ist es eher Fluch, dass du den Druck im Rücken hast und sagst, okay, wenn jetzt ich da beim ersten Tor einfällt oder whatever, dass du dann sagst, du machst halt dann nicht bloß deine Arbeit, sondern halt die Arbeit von Team auch mit kaputt. Ja, aber das ist part of the game und mit dem musst du irgendwo klarkommen, glaube ich. Also so krass, wie es klingt, aber das hat mir echt im Herzen, das hat mir einen Stich in meinem Herzen versetzt. Das war kein schöner Moment. Ja. Beaver Creek, warst du dann gleich zum Statement gegangen? Mhm. Nach Weil in die Klinik. Ich habe mir meinen Kreuzbandriss gerissen am Freitag vor dem Halbfinale mit dem KSC im UEFA-Pokal gegen Austria Wien. Freitag im Bundesligaspiel gegen Freiburg, Kreuzbandriss. Ich war damals in der Form meines Lebens. Ja. Brutal. So ein. Dann spielst du beim KSC das erste Mal international und dann kommst du ins Halbfinale. Eine Runde vorher Valencia mit 7-0 nach Hause geschossen, dieses legendäre Spiel. Ja. Und dann hole ich mir einen Kreuzbandriss und dann bin ich auch zum Mull und der hat mich dann gleich zum Stepman geschickt. Ja, und dann bin ich gleich operiert worden und dann war die Saison gelaufen. Also ab und zu passieren einfach Sachen und Momente, wo du denkst, so, nein, das kann ich jetzt halt echt nicht zeigen. Ja. Aber wie gesagt, es gibt immer schlimmere Dinge im Leben. Und das muss man sich auch dort vor Augen führen. Das kann ich bestätigen, weil ich habe ja schon seit 1985 haben wir bei mir festgestellt, dass ich Rheuma habe. Echt, oder? Ja, ich habe einen rheumatischen Virus. Und ich bin irgendwann einmal 87 bin in der Nacht aufgewacht und habe so brutale Schmerzen gekriegt in die Schultern. Ich habe mit dem Kopf gegen die Schranktür geschlagen, weil ich so Schmerzen gehabt habe. Und dann hat mich der Doktor, bin ich dann eine Woche ins Krankenhaus gekommen, dann bin ich dann durchgecheckt worden und habe festgestellt, dass ich Morbus Bechter, also früher hat er Morbus Reiter geheißen, Morbus Bechterin habe. Und dann bin ich dann medikamentös eingestellt worden, dann ist er wieder weggegangen und dann kriege ich das Angebot von Bayern. Dann gehe ich zum Internisten und der untersucht mich. Da musst du dann alle deine Vorerkrankungen angeben. Und dann sage ich, ja, vor 2 Jahren habe ich einen rheumatischen Anfall gehabt, Morbus Reiter. Und dann kommt der raus, so Gesamtanalyse, sagt, ja, alles gesund, aber ich kann sie leider nicht tauglich schreiben als Fußballprofi. Also kannst du dir mal vorstellen, ich heulend zum Doc, der will mich nicht gesund schreiben. Ich kriege keine Berechtigung, dass ich Fußballprofi wäre. Sagt der Müll dann, sagt der Mann, ich bleib ruhig. Du hast ein Virus, ja, der kann auftauchen einmal, kann aber nie wiederkommen. Ja, und dann hat mich der, auf seine Verantwortung, hat mich der dann gesund geschrieben für Bayern, sonst hätte er niemals Fußball gemacht. Wahnsinn, gell? Mhm. Weißt du was, zu mir hat auch ein Arzt gesagt, ich habe mit 14, 15 Jahren habe ich schon Rückenprobleme gehabt. Und dann waren wir beim Doktor da in Garmisch im Krankenhaus und dann sagt der zu mir, da war ich 14 Jahre, Felix, mit deiner Sportkarriere, das wird nichts. Keine Chance. Mit dem Rücken wirst du niemals Profisportler werden können. Und das war so ein Moment. Und da war mein Papa mit mir dabei, weil mit 14 Jahren. Dann hat mein Papa den Doc rund gemacht, hat gesagt, wie kannst du sowas am 14-jährigen Purm sagen? Das tut man einfach nicht. Sondern zeig ihm lieber Lösungen, wie man was anders machen kann. Und dann sind wir zum Eder Klaus gefahren. Ich schon mit 14 Jahren und du warst wieder Klaus behandelt. Ja. Ein Schinder vor dem Herrn. Und dann hat mich der Klaus behandelt und Klaus hat gesagt, das kriegt man hier. Und so war es dann auch. Aber das sind so Momente, habe ich auch gedacht, so, okay, das war es jetzt. Weil jeder Klaus ist so einer, da gibt es ein Holzstäbchen in die Hand und fragst, was soll ich damit machen? Er sagt, ja, steckst du zwischen die Zähne. Ja. Brutal. Also wirklich. Was du Hast du irgendwann mal irgendeinen Pokal genommen und bist dann nochmal zu dem Arzt in Garmisch und hast gesagt, da, schau, der ist für dich. Weißt du was, den sehe ich nach wie vor ab und zu in Garmisch durchlaufen und ich würdige ihm keinen Blick, nicht einen. Weil das verstehe nicht, wie man
am Jugendlichen oder am Kind, wie man dem die Vision oder den Traum nehmen kann. Und den Sigi Heidner und den Sigi Kurz und der wenn's so macht, ich gehe an ihm vorbei. Das ist was, eine Eigenschaft von mir, die vielleicht nicht so gut ist, aber wenn mich wirklich jemand, es dauert sehr lang, aber wenn mich jemand verletzt, dann bin ich extrem nachtragend. Dann muss man mich aber sehr, sehr verletzen. Und sowas vergiss ich nicht. Das ist immer schon ein paar Jährchen her. Ja, das ist ein paar Jährchen her, aber der Kusi auf die, der, was so jetzt hat, da denke ich mir, was soll der jetzt mir sagen? Der Kind ist ja so, ah, super, Felix, und was hast du alles gemacht? Dann denke ich mir, nein, du Vogel. Bei mir ist das dann leider nicht so aufgetreten. Ich habe dann immer wieder mal Schübe bekommen. Ja, aber natürlich, je älter mein Immunsystem mir angegriffen war, ja. Also sagen wir mal, wo ich bei 60 war, dann, das war dann schon mal extrem. Und am Training von Werner Lorand, ich bin ja damals mit 30 zum Werner und dann habe ich gedacht, ja gut, ein erfahrener Spieler, den wird er schon ab und zu mal rausnehmen. Gell? Aber nichts. Ich habe komplett die Programme mitlaufen müssen wie die 18-Jährigen. Und deswegen habe ich in 3 Jahren damals noch 55 Spiele gemacht, weil ich ja immer wieder Schübe gekriegt habe. Meistens immer, habe ich es damals immer im Iliosakralgelenk gekriegt, im Rücken. Ja. Und bei mir war es wirklich so, dass ich habe mir sogar einen Eimer neben das Bett gestellt, weil ich nicht mehr auf Toiletten gehen konnte. Ich habe immer gesagt, ich habe immer ein Beispiel gegeben, ich habe gesagt, pass mal auf, wenn mir jetzt einer 10 Millionen Euro zahlen würde, dass ich jetzt 3 Schritte jogge, habe ich gesagt, keine Chance. Wahnsinn. Keine Chance. Total. Das war so, aber mittlerweile bin ich gut eingestellt. Mir geht es eigentlich ganz gut. Ich habe eine Cortison-Therapie gemacht und alles. Und jetzt muss ich mal die Nieren mal ein bisschen durchchecken lassen zum Nephrologen, weil die sagen, meine Werte sind nicht mehr so gut. Es hat natürlich auch schon einiges gemacht, so sportlermäßig, profimäßig, weil du einen Raubbau betreibst, natürlich auch vom Allerfeinsten. Ja. Aber du, aber meine Werner Lorand, hat zu dem nur wer Kontakt eigentlich? Der ist verstorben. Ist der schon gestorben? Nein. Der lebt auf irgendeinem Campingplatz. Aber dem geht es ja nicht so gut eigentlich. Nein, den hat es, glaube ich, finanziell hat's den sehr zerlegt. Der lebt jetzt, also laut meiner Information, er war früher mal Trainer in der Türkei auch. Ja. Und dann gibt es jemanden, wo damals der Schubeck hat unten so ein Waging am See. Da gibt es einen Campingplatz. Und da der Besitzer von dem, das muss ein Türke sein, und der hat ihm dann gesagt, er kann da. Oder einen Wohnwagen und da lebt er. Aber können wir da jetzt nicht irgendwie ehemalige Spieler oder so und denken sie so, was mir helfen haben, Werner Lorand, oder hat er euch so geschunden, dass ihr sagt, was mit dem irgendwie eigentlich nichts mehr zum Tor haben? Was eine typische Hühnesaktion war eigentlich dann zu helfen. Ja, also ich glaube, ich glaube vom Naturell aus, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob er ihm helfen hat. Oder vielleicht mag er es auch so, weiß ich nicht. Ja, ich glaube einmal schon, dass da bestimmt die ein oder andere, glaube ich, Frage auch von 60, glaube ich, gegeben hat, dass, ob man den unterstützen soll. Aber ich glaube, dass da, glaube ich, sein Stolz, glaube ich. Aber wie gesagt, man kann sich jetzt erkundigen, jetzt bei Marc Pfeiffer, ob da irgendwelche Aktionen laufen oder ob es jetzt auch wirklich so hundertprozentig stimmt, wie es jetzt ich erzähle. Weiß ich jetzt auch nicht so, aber das ist halt das, was man jetzt so hört. Ja. Aber ist dein Kontakt besser zu 60 oder zu Bayern? Jetzt. Oder zum KSC? Ja, momentan ist er definitiv näher zu 60, ja, weil mein Kleiner jetzt seit einem halben Jahr bei der U9 von 60 spielt. Ah, cool. Geil. Schön. Ja, der tritt in die Fußstapfen vom Vater, er ist sauschnell, technisch gut. Blaue Augen, blond, nein, blaue Augen habe ich nicht. So Bescheidenheit. Ja. Nein, aber seitdem bin ich natürlich auch viel bei 60 und habe jetzt auch natürlich auch wieder Kontakte zu Marc Pfeiffer und auch mit Reisinger habe ich jetzt schon 2-3 Mal haben wir mal zufällig getroffen und einmal eine Runde Golf gespielt. Also da ist die Tendenz momentan klar. Blau, weil die Farbe Rot wird bei uns im Haushalt momentan gestrichen, weil mein Sohn, der zieht noch nicht einmal meine rote Jacken an. Echt, oder was? Ist er so 60 infiziert? Also der ist blauer durch und durch. Meine Frau, die fährt immer über die Autobahn zum 60er-Trainingsgelände und dann kommt sie ja über die Säbener Straße rein und dann fährt sie ja am Bayern-Trainingsgelände vorbei. Ja. Und mein Kleiner war ja früher ein totaler Thomas Müller-Fan. Oder nur Thomas Müller. Ja, wir haben sogar mal Fußballschuhe ersteigert mit seinem Autogramm drauf. Und dann fährt meine Frau vorbei und dann steht da der Thomas Müller ganz allein. Und dann ist schon ein Kamerateam, hat man so 200-300 Meter, hat gesagt, du, pass auf, der Thomas Müller steht da. Magst du jetzt nicht schnell hingehen und ein Autogramm holen? Dann ist er runtergerutscht, da hat er gesagt, Mama, fahr bloß weiter, wenn wir die mit dem Roten sehen bei 60 und dann bin ich unten durch. Richtig aus.
Schön. Also wir sind die Hauptfarbe im Hause Neureuther. Die ist rot. Und die Kinder müssen da mit sein. Freilich. Wie ist deine Tochter? Die ist 3 und der Bub ist 1, aber der Bub hat schon Mitgliedschaft beim FC Bayern. Und die Tochter kann schon Skifahren? Die kann Skifahren, ja. Dann sind wir gut, dass wir jetzt mal beim Thema Fußball sind. Ja. Ist ja klar, ich habe mit deinem Vater auch ein bisschen telefoniert, ja, ein bisschen zum Erfahren. Um Gottes Willen. Und der hat ja gleich gesagt, ja. Also, wo Blödsinn angesagt war, war er dabei und alles, was verboten war, hat er gemacht. Ja. Anni, 5:5. Stimmt. Du hast ja früher auch Fußball gespielt und warst schon im Kader, oder? Ja. Also im Förderkader beim DSV hast du Fußball gespielt? Ja. Bei Garmisch. Garmisch. Oder? Erste dann? FC Garmisch-Partenkirchen. Was ist ich war passiert? Gar nicht so schlecht dann teilweise, muss ich sagen. Ich habe auch Auswahl gespielt. Damals noch Libero. Damals hat man noch mit Libero gespielt. Und dann, mir hat das Fußballspielen einfach so viel Spaß gemacht. Und die Garmisch war ja verboten. Ja, klar war es verboten. Ich bin ja schon Weltcuprenner gefahren. Und dann hat Garmisch da in der Landesliga gespielt. Und dann habe ich da meine Einsätze gehabt. Und da, wenn du halt Landesliga spielst, dann stehst du halt ab und zu in der Zeitung, wenn du da mal ein Tor schießt oder so. Und das habe ich einfach nicht mehr machen können. Also wie gesagt, das war verboten, Fußball zu spielen. Und dann habe ich ein paar Spätzle gehabt, die haben beim TSV Fahrchand Fußball gespielt. Und dann bin ich zum TSV Fahrchand gewechselt. In die B-Klasse. Also, Holzhacker-Klasse. Und das war aber so schön, weil ich bin dann teilweise Weltcuprennen gefahren und ich habe die Fußballschuhe aber schon im Auto hinten drin gehabt. Immer Saisonauftakt Sölden, Ende Oktober. Da haben wir noch Fußballsaison gehabt, war das Rennen am Sonntag. Und mir Sonntagnachmittag gespielt gehabt. Jetzt bin ich Weltcuprennen in Sölden gefahren, bin heim, direkt an Fußballplatz, hinten aus dem Kofferraum die Fußballschuhe rausgeholt, angezogen und dann auf den Platz rauf. Ja, ich habe das geliebt. Das mit der Mannschaft, dieser mannschaftliche Zusammenhalt und zusammen gewinnen und zusammen verlieren, das war einfach so schön. Also würde ich auch immer wieder machen. Richtig, ja, du weißt es ja selber. Wie hast du denn da angemeldet? Ja, die haben das war alles relativ inkognito. Aber schon, ich habe natürlich meinen Pass von Garmisch nach Fahrhand tun müssen. Das haben aber alles die Fahrhander geregelt, dass das ohne großen Aufsehens erfolgt. Und wenn ich einmal ein Tor geschossen habe, dann ist einfach ein anderer Name. Da ist ja nur so ein kleiner Zeitungsbericht halt dann drin gewesen. Da ist halt ein anderer Name drin gestanden. Teilweise hat dann der John Keane ein Tor geschossen, unser Torwart. Den haben wir dann eingeschrieben anstatt von mir. Also unter falschen Namen aufgegeben. Ja, unter falschen Namen, ja. Aber schön, super. Sind dann in die A-Klasse aufgestiegen, war natürlich spektakulär. Aufstieg auch noch? Klar. Unter falschen Namen. Was machst du mit dem Mannschaftsfoto, wenn ihr aufsteigt? Stehst du dann ganz hinten, oder? Ja, Mannschaftsfoto war ja nicht dabei dann, ja. Aber das im Geiste. Also ich habe gewusst, dass ich dabei war. Stille Genießer. Ja. Hast du mir offensiv, defensiv? Also ich bin dann bei Garmisch habe ich hinten Libero gespielt. Und dann bin ich aber dann eher ins Mittelfeld und vorne. Ja. Und zum Schluss dann aber wieder hinter, weil da war es halt nicht ganz so gefährlich. Nicht so gefährlich, genau. Was du aussuchen können, wenn du umhaust. So ist es. Unentschieden, oder? Aber ich war ein ziemlicher Drecksau auf dem Platz, muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Hätte ich fast gar nicht gedacht. Ja, ich war echt. Also ich habe ziemlich. Bist bei den Mädels dann auch unter falschen Namen aufgetreten, oder? Oder? Ja, teilweise auch, freilich. Ja. Oh, da gibt es ja auch schöne. Jetzt hat mittlerweile das Golfen, dann ist Fußball abgelöst. Oder was hat das für einen Stellenwert bei dir? Na, Golfen ist super. Das macht mir einfach so viel Spaß. Das ist ein Runterkommen, wo du immer noch diese Challenge hast, wo du dich selber challengen kannst. Was du sonst im Profisport hattest, das kannst du jetzt auf dem Golfplatz sehr einfach machen. Wir haben einen coolen Flight gehabt jetzt letztes Mal, gell? Philipp Lahm, ja. Pizarro, Felix und ich. Mann, hat sehr viel Spaß gemacht. Du hast ja schon mal mit der ehemaligen Nummer 1 der Welt, mit Martin Keimer, glaube ich, einmal eine Runde gespielt beim Pro-Am. Was hast du von dem so für dich rausgesaugt? Ja, ich habe es probiert. Aber es hat nicht funktioniert. Ich meine, nicht nur beim Golfen, sondern generell. Gibt's so einen Martin kenne ich gut. Also den kenne ich einmal Jahrgang.
Und ist mittlerweile wirklich eine Freundschaft entstanden. Und das ist einfach Wahnsinn, wenn du so jemanden zuschaust beim Golfen. Das ist einfach ein Genuss. Also mit welcher Leichtigkeit die den Ball so dermaßen weit hauen, da denkst du, das gibt's ja gar nicht. Aber das ist ja das im Allgemeinen im Sport, auf was es ankommt. Wenn du es schaffst, die schweren Dinge einfach ausschauen zu lassen, dann ist es gut. Umso schwieriger die Dinge sind und umso leichter du sie ausschauen lässt, umso besser bist du. Und das ist beim Golfen ja enorm. Also die Schwingen da, denkst du, die hauen ja nicht einmal irgendwie auf die Kugel drauf, aber der fliegt ja 300 Meter weit. Aber der Martin, der, also was das wirklich beeindruckend ist, das muss ich sagen, das ist so das Spiel aus dem Bunker und so ums Grün rum, das ist einfach abartig. Also, ich sage immer, im Bunker nachspielen können wir genauso wie die Profis, aber raus nicht mehr. So ist es. Aber das Krasse ist ja im Golf, wenn du das erste Mal in deinem Leben einen Golfschläger in der Hand hast, du kannst zumindest an einem Loch, natürlich durch sehr viel Glück, besser sein wie der beste Spieler auf der ganzen Welt. Mhm. Du kannst ein paar Dreier holen und schlagen. Ja, und dann wärst du süchtig. Und das ist ja das, was Golf ausmacht letzten Endes. Du hast vielleicht der Martin mit mir nicht mehr zum Kickern. Ja. Bei der läuft das auch die letzten Jahre auch nicht mehr so gut, glaube ich auch. Ja, aber nein, mit dem müssen wir mal schauen, dass wir mit dem mal einen Flight machen. Ja, weil das Golf, das merkst du selber auch anschließend, das ist ja mental, das ist ja, ja. Das ist ja unfassbar, wie, das, wie du dann nach 5 Stunden kaputt bist. Ja, und der Ryder, ich werde das nie vergessen, ich habe den Ryder gehabt, den habe ich damals angeschaut. Es war, glaube ich, 23:45 auf die Nacht. Ich habe einen Schrei durch die Wohnung lassen. Das war Wahnsinn. Ja, das ist, du kriegst. Ja, voll. Ja? Oh. War cool. War richtig cool. Ja, also mir geht es immer nur so, also wenn jetzt ich enge Skirennen anschaue oder Biathlon oder Fußball, wo es wirklich um was geht, also da sitze ich vom Fernseher und Gott, dass ich nicht zu anfange, muss ich ehrlich sagen. Geht mir eins zu eins genau gleich. Ich meine, bin ich auch so. Wirklich, wenn ich sowas sehe, das nimmt mich einfach unheimlich mit, sowas. Bei der WM hat es jetzt wieder Rennen gegeben mit der Franziska Beuys. Biathlon hat es uns gegeben, das war Wahnsinn, da wo es schon kurz vom Ziel abgeschlagen war und dann kommt die nur mehr an der Abfahrt hin und dann halt die mit 200stel von der anderen gewinnt und dann sitze ich vor dem Fernseher und denke, leck mir mal schon da. So speziell, gell? Ja. Du bist Kontakt zum Basti, seht ihr euch oft oder? Ja, singen schwierig in der jetzigen Zeit, aber ja. Ja, wir haben schon Kontakt, ja. Telefonieren und schreiben, ja. Der Bursche, ja. Golf auch schon mal gespielt mit ihm? Freilich. Mr. Slice ist er. Der Hund, der kann teilweise echt die Kugel richtig weit hauen, ey. Aber mit dem ist immer lustig. Immer. Aber wenn du auf dem Golfplatz stehst, also ich sag's immer, Spitzensportler, die Kunst ist es, Beispiel Oli Kahn, wenn du nicht mehr Spitzensportler bist, dann ein bisschen loszulassen. Übertragst du deinen Ehrgeiz? Oli Kahn sehr gut geschafft, glaube ich. Genau, das ist das negative Beispiel. Wenn man mit dem Oli mal Golf gespielt hat, oder? Also ich hab schon gehört, dass er ein Loch 3 abgebrochen hat bei Turniere, weil er die Kugel nicht getroffen hat und ist dann wieder gegangen und hat die dann die 3 dann stehen gelassen und die sind dann da gestanden, was ist denn jetzt los? Ja, aber kennst du das aus? Also abschalten, bist du dann Privatier oder bist du dann immer noch, hast den Ehrgeiz, dass du Rekorde brichst? Du hast immer nur den Ehrgeiz. Was heißt Rekorde brechen, aber der Ehrgeiz, der wird nie ohne Ehrgeiz, also ohne das Ziel, jetzt halt besser zum sein wie der andere, macht einfach nicht so viel Spaß. Also auch wenn ich mit meinen Spezen spiele, dann mag ich einfach, ja, ich mag besser sein wie die. Ja. Also das ist ja ganz normal. Das ist völlig, also auch wenn wir Fußball spielen, meine Jungs im Sommer im Schwimmbad oder so. Also ich habe viele Freunde, die sind Eishockeyspieler. Auch ganz normale Leute, weißt du, Eishockeyspieler, gell? Langweilige Typen, mit denen erlebst du überhaupt keine Sache. Und auch wenn wir da Fußball spielen, also da geht's schon zur Sache. Ja. Ich glaube, wir stecken unsere Werte jetzt oder unsere Ziele halt ein bisschen runter, ist ja ganz klar. Ja. Aber trotzdem, wenn ich zum Joggen gehe, ich habe immer vom Haus aber so 5 Kilometer Strecke, wenn ich die halt in 30 geschafft, dann muss ich in der nächsten Runde mit unter 30 geschafft. Ja. Ja, vor allem musst du das trainieren. Das ist halt gar, ja, das jetzt sowieso. For life. Ja, aber ich hab, das ist ja auch so, wie ich gesagt habe, mit dem Radlfahren, wenn ich da jetzt ein Radl fahre, ich weiß meine Zeiten und ich habe immer nur die Uhr mitlaufen. Und ich mag einfach wissen, wie schnell ich dann aufgekommen bin oder wie schnell ich es heute schaffe. Und wenn ich es langsamer schaffe, ja, dann muss ich es nächstes Mal eben besser probieren. Das wär's nicht los. Du, darf ich dich dieses Jahr wieder zum Peak Performer einladen? Sicher. Sicher.
Ja, ich mache ja so. Wenn es die Situation natürlich erlaubt, dann. Ja. Ende Juli haben wir es wieder vor. Wir sind auf der Meierl im Kirchberg, wo wir letztes Jahr schon waren. Mhm. Ja, und das ist ja, glaube ich, du warst beim ersten Mal dabei, warst Pate. Ja. Von meinem Event. Ja, von meinem Event, was ich mit Munich Consulting Group zusammen organisiere und zusammenstelle. Und wir haben wieder gute Teilnehmer. Die Bender-Zwillinge haben schon zugesagt. Mhm. Ganz schön viel cool. Bänder für meinen Geschmack. Ja, es wird das erste offizielle Bändertreffen geben von alle drei. Ich glaube, das sind ganz nette Burschen. Gell? Also ja. Ich kenne sie nicht persönlich, aber... Das sind ja ausgebaut, Aibling, glaube ich. Gell? Genau. Der eine ist nicht sogar einer mit der Skifahrerin beieinander? Nein. Eine, der Sven ist mir sehr sympathisch, weil der hat mir jetzt jahrelang nur meinen Namen hochgehalten, weil der hat ja den Spitznamen Mani gehabt. Ja. Ja, den hat er der Klopp damals im Training oder im ersten Training hat er einen Freistoß reingezimmert im Winkel und dann hat der Klopp gesagt, du bist ab sofort der Mani Bender, nicht mehr der Sven. Und dann hat er das ja, hat er eingestickt, die Namen MB hat er gehabt und vor ein paar Jahren haben wir mal eine Geschichte gehabt mit dem Fernsehen und hat er gesagt, wie hör auf Sven, hör ich gar nicht mehr. Wenn dann der Sven zu mir sagt, dann gehe ich weiter. Das war Mani Bender, Mani und ich habe dann einen Klopp zufällig einmal mal getroffen und habe ihm dann gesagt, du, Kloppi, herzlichen Dank, dass du meinen Namen noch ein bisschen weiter verbreitest in der Bundesliga mit Sven. Gell? Du, aber die haben beide auf jetzt, gell? Oder haben schon aufgehört? Die hören jetzt Ende der Saison. Ende der Saison genau. Hören sie auf. Die sind ja noch gar nicht so alt eigentlich, oder? 31, glaube ich, so drumherum. Aber die waren auch viel verletzt, gell? Die Burschen. Ja, das ist, man, die haben immer Vollgas gegeben. Also die haben immer Katz auf die Stirn gehabt. Da waren ja schon bewusstlos. Also die haben alles gegeben für ihre Vereine. Und deswegen passen ja perfekt zu die Peak-Performer dazu. Und da freue ich mich jetzt auch schon richtig. Und Armin Fee kommt auch. Mhm, cool. Peter Neururer hat zugesagt. Also das wird wieder ein interessantes Treffen. Und Peter Neururer, VfL Bochum, oder? Schalke. Und Schalke. Ja, aber Bochum war auch, oder? Naja, Bochum, glaube ich, war seine erfolgreichste Zeit. Naja. Aber wenn wir gerade bei Namen sind, auch noch. Neureuther oder Gössner? Wie meinst du das jetzt? Ja, du kannst jetzt auch Felix Gössner heißen. Kannte, ja. Okay, danke fürs Gespräch. Nein, geht auch, hatte ich kein Problem. Aber nein, das passt schon so. Aber gab es da, habt ihr darüber geredet, wer welchen Namen nimmt? Doppelname? Nein, die Miri, die hat... Du, mir ist das ja wurscht. Aber die Miri hat gesagt, nein, das passt schon, alles gut. Wir machen das traditionell. Dass die Frau den Namen annimmt und dann ist es auch okay. Ja. Wunderbar. Da habe ich nicht viel zu mitreden gehabt. So wie gut ausgegangen. So wie wir heute haben. So wie wir da haben. Ja, cool. So, dann Felix, herzlichen Dank. Sehr gerne. Wir Brüder im Sinne, dass wir da Brüder warst. Im Sinne. Manni, wir sehen uns beim Peak Performer im Sommer. Ich hoffe, dass wir uns vorher einmal hier sehen. Ja. Wir kommen ja mit unserer Golfrunde zusammen. Wir müssen wirklich einmal wieder machen. Du musst dich jederzeit melden bei mir, wenn du. Schöner Golfplatz bei uns übrigens, gell? Oberau. Das ist ein Traumgolfplatz. Ja. Wir haben ja selber da die eigene Golfrunde, was wir da haben, wo wir letztes Jahr zusammengespielt haben. Das ist echt richtig gut, muss ich sagen, eine Geschichte. Da hat mir jetzt auch noch darauf angesprochen, der Ostler Kali, ein Bekannter von mir, der hat gesagt, hast du schon von denen gehört? Da habe ich gesagt, freilich. er ist da jetzt dabei. Super Geschichte. Und lauter gute Leute dabei. Also nette. Ja, nur gute Leute. Also da spielt auch Philipp Lahm, ein paar Fußballer, ein paar Wiesenwirte spielen mit, ein paar Ex-Fußballer spielen mit und ein paar Unternehmer. Also es ist auch total entspannt. Ja, und es sind nette Leute. Genau. Aber auch Philipp Lahm, muss ich auch sagen, Philipp Lahm ist für mich ein super Typ. Also den kannst du auch zu einem Podcast einladen. Den finde ich super. Philipp Lahm habe ich gefragt, aber der hat leider keine Zeit gehabt, weil ich bin so ausgebucht momentan mit DFB und EM. Ja, der hat viel zum Tor. Und dann hat er jetzt, glaube ich, ein Buch auch rausgebracht. Ja, also daher der ist hat viel zum Tor. Genau da. Ja. Aber vielleicht Philipp dann in der zweiten Staffel dann. Also Felix, herzlichen Dank. Schönen Gruß an deine kranke Frau zu Hause. Gute Besserung. Ja, also krank. Okay. Der hat ein Sprunggelenk kaputt. Ja. Jetzt musst du den ganzen Kinderdienst machen. Jetzt bin ich daheim gefragt. Oh. Ja. Bist der Chef im Ring. Ja, ich versuche es zum Sein, sagen wir so. Cool, dann herzlichen Dank. Sehr gerne. Und schön, dass ihr zu mir heimgekommen seid. Da fotografiert es mit euren Augen nochmal den Blick da hinten. Und wir müssen wieder anmelden, wir müssen anschauen auf YouTube.